Mach gleich aus, ich mach gleich aus. Nice. Okay, Leute, wir hören nichts gerade von den Privatgesprächen und deshalb rede ich jetzt lange, weil sonst müsste ich das ganz aufwendig zensieren und der Franz möchte bestimmt nicht, dass ich hier sein Gespräch. Okay, na, er hat sich immer noch nicht getötet. Mute nicht! Oh! Yo Leute, was geht? Hier ist euer Krani und heute spiele ich mit dem liebenswerten sexy... Okay, mit Minus Dude. spiele ich heute ein richtiges Lucky Block Wars hier auf Castia. Und also wirklich, Franz spielt das zum ersten Mal. Pass bloß auf, dass du nicht irgendwie diesen Hodor oder sowas kriegst, der dann direkt explodiert. Und soll ich dir sagen, was mir gerade passiert ist? Was denn? Ich habe so alle Kisten abgebaut, so auf einmal, ohne eine zu öffnen. Die dritte explodiert und alles ist weg. Nee, oder? Doch. Und es sind immer Kisten rausgekommen bei dir? Ja. Oh, das ist aber Glück eigentlich. Also, ja, die letzte ist explodiert, die letzte Melone oder sowas. Manchmal kommt, wie eine Melone explodiert und nicht... Und nee, das waren so Schwämme, genau. Die sehen gleich ja, genau, aus. Nur die Lucky Blocks können nicht explodieren. Ja, ich habe ein paar fliegende Schweine und sowas bekommen, aber ja, ich denke mir wirklich in letzter Zeit immer öfter so, yo. Oh! Gibt's irgendwas in der Mitte? Okay, Nummer 1 Fail. Bis gleich. Und da sind wir auch in Runde 2. Los geht's. Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück. Ich nehme jetzt einfach jede Runde, die ich hier spiele, weil Lucky Block Wars kann ziemlich nervtötend sein, wenn man es aufnehmen will. Alter. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, nee, ich spiele es ja zum ersten Mal. Ich kriege irgendwelche super Sheep-Shooter. Oh, okay, der ist gut, aber der hat, glaube ich, nur 5 Schüsse oder sowas. Ich habe 2 Stück direkt davon gekriegt. Ui. Ja, also man muss wirklich sagen, das Spiel ist nicht so krass skillbasiert so. Ja. Aber man kann wirklich eine Menge Spaß haben, so. Ja. wenn ich jetzt gerade mehr zum Ragen veranlagt gewesen wäre, aber ist ja auch wirklich mal... Oh, woher kommt der denn? Oh Gott, warte. Okay, noch eine Kiste, ich krieg ja voll viele Kisten. Alter, woher kam der? Der hat sich einfach hier rüber gebaut. Bist du direkt tot, oder wie? Nee, ich hab ihn gekillt. Oh, nice. Ich hab Enderperlen, ich komm mal zu dir rüber. Das ist teamen. Ich weiß nicht, wann das darf, aber ich scheiß drauf, ehrlich gesagt. Ich würde aber ganz schnell in die Mitte gehen mit meinen Enderperlen, wenn ich du wäre. Ganz schnell in die Mitte. Ja, weil in der Mitte gibt es halt echt so viele. Ich gehe erstmal zu dir. Weißt du denn, wo ich bin? Ja, ich baue mich gerade aber schon in die Mitte, ne? Töte mich bitte nicht. Jo, hey, Digga. Oh, nice, das geht. Okay, werf in die Mitte. Bevor jemand so, anderes kriegt. Aber wenn ich runterfalle, bin ich direkt draußen, oder? Ja, allerdings. Egal, ich hab's geschafft. Ich habe aber nicht mehr so viele Herzen. Alter, gibt's hier viele Teile. Ich muss das aber aufpassen. Krass, ne? Du musst auch aufpassen, es kann auch explodierende Kisten oder sowas rauskommen, ne? Wow! Nice. Oh Gott. Nice, da ist Style. Jemand in der Mitte und ich habe 1,5 Herzen. Und hat der gutes Equipment? Ja, der hat einen Harnisch. Oh, fuck it. Aber ich klatsche ihn, ich habe einen Bogen. Der hat No Knockback oder so. Hast du den Lucky Bow oder was? Ja, keine Ahnung. Ich hab Lucky Bow habe ich. Alter. Das ist halt mega OP. Ja, der Spielmodus, der ist schon relativ immer. Okay, komm, wir gönnen uns hier die Lucky Blocks in der Mitte. Ja, aber ich habe mega Angst, weil ich habe 1,5 Herzen, kann ich regeln. Doch, ich habe irgendwas. Rohes Hammelfleisch. Oh, Zombie. Oh shit. Oh. Ah. Mini-Zombie? Ja. Oh Gott. Lass ihn mal klatschen. Ist der gerade explodiert oder hast du ihn abgeschossen? Ich hab ihn. Oh. Okay, ich dachte, oh mein Gott. Die Schafe können ja auch explodieren jetzt. Warte. Alles explodiert hier. Alles ist. Das ist so ein scheiß Chaos-Spielmodus. Der ist so unlogisch. Und, oh! Oh Gott. Der Baba-Zombie. Egal, lass ihn da unten vergammeln. Alles gut. Okay, der kommt da schon nicht raus. Alter, was ist hier los? Ich hab weiterhin nur 1,5 Herzen. Echt? Ich hab, oh nein, Creeper! Ich hab, oh Gott, die Zombies rausgekommen. Pass auf, Franz, pass auf. Warte. Ich habe, was ich sagen wollte, ich habe einen Golden Apple. Den kannst du haben. Ja, den will ich auch haben. Warte. Den will ich auch haben. Okay, warte. Die lassen uns erstmal in Ruhe. Aber ich merke gerade auch, wenn ich mit diesen Schafen irgendwas schieße, dann sterben die direkt und ich krieg Hammelfleisch daraus. Echt? Ja. Oh. Wo bist du nur? Alter, ich hab mich gerade relativ blöd getrappt selbst. So, aber du lebst noch, okay. Wenn wir jetzt wegen so einem Zombie sterben, sind wir auch raus, oder? Wir sind immer raus. Sobald du einmal stirbst, bist du raus. Okay. Dann mach ich da ganz kurz einen Schaf hin. Ups. Verdammt, Alter, was geht denn hier? Die richtige Invasion, komm mal zu mir. Alter, hier sind so viele Gegner. Gib mir mal einen Goldapfel. Ich hab nur noch einen. Was? Ja, gib mir den, ich hab 1,5 Herzen. Wo bist du? Hier, direkt neben dir. Oh, schon wieder. Okay, dann nimm dir den Goldapfel. Oh, dankeschön. Ich muss mir ganz schnell Rüstung craften. Hast du gesehen, was da gerade für eine Horde gespawnt ist in der Mitte? Ja, hier hast du dir, falls du dir Shirt machen willst.
Okay. So. Was gibt's? Alter. Irgendwelche Skelette mit Dias. Das ist so behindert, dieser Spielmodus. So. Ich schieße ein bisschen in der Mitte mit meinem Lucky Bow. Ich mach den auch damit ein bisschen Schaden, oder? Und ich werde einfach von diesen zwei Überzombies getötet. Oh. Oh Gott. Und die anderen Mitspieler chillen. Da kommt der nächste. Da kommt jemand in die Mitte. Ja, es kommt eher genau. Es kommt auch ein, oh Gott, ein Gegenspieler. Ich bin raus. Ich wurde zurückgeleckt. Verdammt, okay. Holy. Da kommen richtig viele jetzt in die Mitte gerade. Team die? Ich weiß nicht. Okay, aber sie schießen, glaube ich, mit dem Lucky Bow. Ja. Das heißt für mich rennen. Okay, war das jetzt so schlau? Ich weiß das nicht. Aber fuck it. Ja, oh, dieser Mini-Zombie, der hat mich um Haar gekriegt. Okay, der Typ hat den Lucky Bow. Ich habe auch einen Lucky Bow, aber ich habe die Pfeile nicht aufgehoben. Okay, vielleicht kann ich ihn jetzt töten. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Perfekt. Franz hat sich bestimmt gemutet. Ja, er hat sich gemutet. Das ist nämlich immer so bei dem Blut. Aber guck mal, wie OP dieser Zombie ist, ey. Der hat einfach ein verzaubertes Dia-Schwert. Kann er mir das vielleicht droppen? Das wäre mega cool. So. Okay. Mein Inventar ist jetzt auch voll, aber ich könnte diese Runde tatsächlich gewinnen. Das wäre unglaublich. Okay, brauche ich nicht. Gerne. So. Das ist so klassisch, wenn man mit Franz aufnimmt. Der. Irgendwie ist der dann immer weg. Wer holt sich denn diese LOL-Blöcke ins Inventar? Ist mal seriously. Und warum sage ich das gerade so behindert? Okay, egal. Ich glaube, jetzt habe ich alles durchgehabt. Was da so gab. Okay, so. Oh, Jungs. Raw Mutton. Okay, das führt leider nicht so viel auf. Aber ich habe nur noch einen Gegenspieler. Ist jetzt auch halb so wild. LOL, er ist einfach aus der Welt gefallen. Ja, nice. Dann habe ich gerade die Runde gewonnen. Stark. Okay, dann sehen wir uns gleich nochmal. Da ist ja der Franz. Vielleicht hat er auch intern Probleme. Ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich redet er nur. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Da sehen wir wieder meine Freunde und der Franz ist auch wieder mit dabei. Hi. Was war gerade los? Meine Mama hat mich gefragt, was ich kochen soll. Ja, hat natürlich Priorität, wisst ihr? Also ich bin komplett egal. Oder? Oh Gott, ich... Ah! Ich habe einen Villager gekriegt und ja, ich dachte, bei dem kann ich Sachen kaufen, da ist er direkt in die Luft gegangen. Hoda, wenn Hoda im Chat steht, das heißt rennen. Ah, ich habe jetzt einen Goldapfel, das ist gut. Das ist sehr gut, ja. Aber ich brauche Essen. Oh! Skelett! Oh. Warte mal. Oh, man kann die Melonen abbauen, ich komme zu dir. Nee, ich hab's geschafft. Okay, gut. Man kann ja die Melonen abbauen, das verstehe ich. Jetzt schießt schon irgendwie Spaß wieder von der Seite auf mich. Der hat diesen Dingensbogen, oder wie? Super Lucky Bow. Ich gönn mir die Super Soup. Ich glaube, der hat den Lucky Bow, ja. Lol, oh, der hat echt den Lucky Bow, ja. Fuck it. Oh Gott, ein Creeper. Hoffentlich kriege ich auch einen Lucky Bow. Damit. Ich habe einen Lucky Sword gekriegt. Ich habe nur Pfeile, verdammt. Aber ich habe eine Enderperle, damit kann ich es wegschaffen. Ja, ich würde mich damit aber nicht in die Mitte porten. Ey, der. Wieso? Alter, übelst die Ringe sind. Kannst voll einfach reinfallen. Klar, aber der bombardiert mich hier gerade dick mit seinem Bogen. Ja. Und warte mal. So, ich habe eine Dia-Axt. Nee, Quatsch, ein Dia-Ding. Eine missliche Lage. Ich probiere mich oben entlang irgendwie zu bauen, wo er mich vielleicht nicht sieht. Und dann werde ich in die Mitte, die letzten Meter, mit der Enderperle gehen. Ich denke die ganze Zeit irgendwie an Bad Wars. Ich denke die ganze Zeit, ich muss irgend so ein Bett zubauen oder so. Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Alle Leute spielen nur noch Bad Wars. Also deshalb mache ich auch mal sowas anderes. Ich will mich jetzt nicht irgendwie selbst in den Himmel loben oder sowas, aber ich finde es halt irgendwie krass. Also wirklich, ich habe mir so für Inspiration, was ich heute aufnehmen kann, habe ich so mich auf anderen Channels umgeschaut und da hat wirklich fast jeder Bad Wars aufgenommen. Krass. Und irgendwie dachte ich, oh, oh. Oh! Stirbst du? Oh! Nice. Tschüss. Wer hast ihn gekriegt? Ja, ich komm auch mal. Oh mein Gott, ich habe ein halbes Herz. Ich war, glaube ich, noch nie so knapp in meinem Leben. Brauchst du einen Goldapfel? Ja. Komm mal in die Mitte. Wo ist der Creeper? Ey, ich dachte gerade, es wäre ein Lag und der hätte mich gekriegt oder so. Also ehrlich. Nee, da war doch knapp halbes Herz, sagst du? Ja. Okay, ja. Ja, war knapp. Wieso fragst du das so? Was? Okay. Ah! Ich liebe deine Schreie. Okay, ich hab Goldapfel. Man lenkt hier richtig krass. Hier der halt Typ schlägt mich runter, ich lag wieder nach oben. Und dann fliege ich wieder runter. Ist voll seltsam. Egal, ich spectate dich kurz. Ja, kannst du das spectaten? Ja, Teleport to Player. Warte, was gibt's hier? To Team. Warte, hier, guck mal, hier steht sogar Teleport to Team Member. Als ob ich brauche Lapis Lazuli im. Wir sind doch gar kein Team. Ja, aber man kann sich Team Member wahrscheinlich hier auswählen. Also, das Team ist doch erlaubt. Okay, das macht. Das aber man muss sich irgendwie so ein Team Member suchen oder sowas. Ich weiß nicht, wie das läuft. Lol. Diese LOL-Kisten, ey. Hihi.
Oh. Da kommt ein Creeper, ein ziemlich krasser. Der war allerdings krass. Okay, Alter, was ist das da für ein Teil, ja, bitte? Zum Glück habe ich geblockt. Aber ich habe jetzt den Lucky Bow und das Lucky Sword. Das ist verdammt gut. Ja, dann klatscht sie alle. Was ist denn das da für ein Tyrannus oder sowas? Ein Villager mit einer Kuh und einem Schwein? Ach, keine Ahnung. Warte, wie heißen die Teile? Die gab es in der Steinzeit. Nee, nicht. Tyrannosaurus Rex. Nee, ich meine, die gab es zu römischen Zeiten. Wie heißen die? Gladiatoren. Genau, irgendwie so. Ich weiß nicht. Gladiatoren, denke ich? Nee, nicht Gladiatoren, sondern so komische Teile, so Ochsen oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Die haben so Nasenringe, so richtig dicke Ochsen. Stiere. Ach, du meinst Minotauren. Genau. Achso. Die meine ich. Die sehen so ein bisschen so aus. Alter, ich habe so gutes Zeug. Aber sieht so ein bisschen, wenn du die Map von hier oben siehst, sieht ein bisschen nach Tribute vom Panem 2 aus. Oder war das schon ein dritter Teil? Ich weiß nicht, da wo in diesem Dschungel sind. Oh, ich hab grad kurz Angst, dass da wieder irgendeine Kacke rauskommt. Mach gleich aus, Nice. Okay, Leute, wir hören nichts gerade von den Privatgesprächen und deshalb rede ich jetzt lange, weil sonst müsste ich das ganz aufwendig zensieren und der Franz möchte bestimmt nicht, dass ich hier sein Gespräch... Okay, na, er hat sich immer noch nicht getötet. Mute nicht! Was willst du sagen? Ist jetzt gut, ich habe keine roten Augen. Oh nein. Ach, das ist gar nicht sein Dad, glaube ich. Leute, es ist schwierig, mit dem Franz aufzunehmen. Kann ich euch nur sagen. Wenn ihr selbst YouTuber seid, fragt nicht Minus-Dude, ob er aufnehmen kann. So, haben wir es jetzt? Okay, ich glaube, er denkt, er hat sich gemutet. Weil er mutet sich sonst immer. Und jetzt hat er es vergessen. Jetzt können wir herausfinden, was er so treibt. Wenn wir das schon mal immer mal wollten. Vielleicht wollte das ja der eine oder andere von euch. Nee. Du hast ihn nicht gemutet gerade. Nein. Habe ich dich wirklich nicht gemutet? Nee. Ach so. Ja, wir haben deine schrecklichen Gespräche alle aufgenommen. Nee, ich habe extra... Okay, nice. Einen habe ich. Habe gerade gesehen. Hol den nächsten. Oh Gott, der hat richtig krasse Rüstung. Ja. Umso mehr muss ich ihn kriegen. Alter, er tanzt richtig vor mir. Fuck, er ist durch, oder? Kriegt man keinen Knockback in dem Kit? Ja, der ist durch. Kriegt man hier keinen Knockback? Doch, eigentlich schon. Aber die kriegen alle keinen Knockback. Okay, dann kriegen wir wahrscheinlich doch keinen Knockback. Aber, okay, ich schieße jetzt einfach so richtig Bonzen. Der leckt übelst krass rum. Nein, bei mir nicht. Der hat bei mir 3 Bar oder sowas. Achso, er leckt von mir. Ich dachte, das selber. Okay, der Dude ist gleich weg. Der macht nicht mehr lange. Vor allem habe ich auch noch das Lucky Sword. Und dann habe ich, Oh Gott. Dann bin ich echt OP. Alter, wie ich hier einfach... Dieser Spielmodus, der ist so krass. Oh. Der ist richtig verwirrend. Okay. Oh. LOL. Oh Gott, jetzt klatscht er dich. Ja, der hat einen Harnisch, pass auf. Hat der eigentlich der auch... Der hat einen Bogen. Der hat den Bogen. Ja. Und du bist weg. It. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber der leckt echt wie Sau. Naja. Gut, GG Krani schreibt der Dude hier und dann sind die amerikanische Server? Eigentlich amerikanisch, aber ich habe es schon öfters mal aufgenommen. Vielleicht sind auch ein paar deutsche Dudes am Start. Und da schwebt nur mein Kopf rum. Nice. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Tschüss. Ciao.